herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich sitze jetzt im Auto, Dennis ist jetzt beim Impfzentrum und wir hoffen, dass er heute noch eine Impfung bekommt, weil wir mitbekommen haben, dass die Johnson-Impfung nicht mehr zählt oder nicht mehr gilt, wenn man einmal Johnson geimpft ist. Und wir wollen ja in den Urlaub fliegen. Och Mann, ey. Davor sollte Dennis auf jeden Fall eine zweite Impfung haben. Am besten, also bestenfalls auch noch 2 Wochen, bevor wir abreisen, damit die halt schon zählt. Das macht mich so fertig. Das glaubt ihr mir gar nicht. Und vor allem, ich mache mir ja sowieso schon so viele Gedanken, weil wir jetzt das erste Mal so eine Fernreise mit Baby machen. Und ja, ich bin jeden Tag irgendwie so richtig bedrückt wegen dieser ganzen Geschichte. Weil ich mache mir so viele Gedanken bezüglich Flug und bezüglich Corona und bezüglich, auf was man alles achten muss. Das ist irgendwie kein unbefangenes Reisen mehr. Sitzchen, Schatz! So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich habe mal hier Frühstück gemacht. Und zwar hier von Fruchtbar, so Cornflakes, Kinder-Cornflakes. Muss man richtig kauen. Also wir sind gerade dabei, übrigens unseren Urlaub zu buchen. Wir wollen im Februar gerne noch eine Fernreise machen. Das haben wir euch auch auf Instagram erzählt und normalerweise wäre noch eine Freundin mitgekommen. Sie ist jetzt allerdings abgesprungen, deswegen fliegen nur Dennis, Katrin und ich mit Malia. Und das müssen wir heute noch final buchen. Und da war es die ganze Zeit so unschlüssig wegen der Corona-Impfung von Dennis, weil er hat nur einmal die Johnson-Impfung. Deswegen waren wir gestern noch impfen. Ja, auf was man da alles achten muss. Und als Mama ist man eh schon angespannt, wenn man das erste Mal mit Baby eine Fernreise macht. Oder als Papa bestimmt auch. Dann kommt auch noch Corona dazu. Und dann hat man ja Angst, dass man doch vor Ort irgendwie bei der Heimreise beim PCR-Test positiv getestet wird und was dann Worst Case wäre und so. Ich sag's euch, also gerade aktuell ist hier einiges los in meinem Kopf. Mein Kopf spielt verrückt. Malia wird am Montag 1 Jahr alt, deswegen möchte ich euch auch ein bisschen bei der Planung mitnehmen. Okay, mein Schatzi, du wirst schon 1. Und eine Zuschauerin hat mir geschrieben, dass es ganz normal ist, dass da eine Mama total emotional ist. Und tatsächlich bin ich das Tatsächlich bin ich auch total emotional und ich will es natürlich vor Malia nicht zeigen. Ja, mein Schatzi? Aber es ist einfach so krass, dass es jetzt einfach schon 1 Jahr her ist. Danke, Schatz. Eigentlich ist das krass, gell? Weil jeden Tag hältst du mich auf Trab. Ja. Also ich finde es so krass, dass einfach die Zeit so schnell vergeht und dass sie einfach jetzt schon so selbstständig ist und so viel kann. Komm mal her, mein Schatzi. Ah, Malia. Und ich finde es auch so krass, dass man als Mama plötzlich solche Ängste hat, die man davor nie hatte. Ich sehe fertig aus. Oh, ich muss jetzt erst mal duschen. Ich rede nachher zu euch weiter. Da bin ich vielleicht auch emotional etwas besser drauf. So, wir waren jetzt Gassi, ich bin jetzt wieder zu Hause. Milo chillt da gerade, Malia schläft und ich habe ein Paket abgefangen. Die Postbotin hat mir das in die Hand gedrückt und da waren die Kekse für Malias ersten Geburtstag drin. Ich dachte, ich zeige sie euch mal. So sehen die Kekse aus, wunderschön, alle personalisiert, also richtig, richtig toll. Malia 1, Happy Birthday und da steht irgendwo noch Wonderland, weil wir haben so ein bisschen das Wonderland-Thema und sie liebt Hasen, Bienen und Blumen. Deswegen sind das alles Hasen, Bienen und Blumen. Und das hat mir die Keksfabrik gemacht, also richtig, richtig toll. Schaut mal, die Luftballons sind auch gerade angekommen und die passen super zu den Keksen. Es wird ein richtig tolles Farbschema. Ja! Oh, oh.
Wir fliegen in den Urlaub nach Zanzibar. Wir können es sagen, wir haben heute den Urlaub gebucht. Zanzibar. Bei Sharon angekommen. Wir waren eigentlich ursprünglich zum Frühstücken verabredet und Paddy sitzt jetzt schon auf dem Friseurstuhl. Wir haben nämlich unsere Freundin Sharon, die uns ab und an spontan die Haare schneidet, was mega praktisch ist. Genau, Paddy bekommt die Spitzen geschnitten und ich habe jetzt schon die Haare gesträhnt bekommen und bekomme vielleicht noch meinen Pony geschnitten. Sieht schon mal gut aus. Da muss einiges ab. Wann ist Samstag? Ja. Genau, ohne Kiddies. Schon krass, ohne Kinder, gell, Schau, aber geil. Ja. Und wir kommen viel mehr einfach erledigt. Das ist einfach ganz normal arbeiten, ja. Oder entspannt arbeiten. Man kommt einfach so, oder man kriegt einfach so viel hin ohne Kinder. Ja. Einkaufen gehen. Man kann ordentlich arbeiten, find ich. Ja, ja. Konzentrierter. Ja. Mit Kindern bist du wie ein Oktopus. Das war eine gute Beschreibung. Ich bin wieder zu Hause und vlogge jetzt wieder mit der Kamera. Ja, danke schön, Schatzi. Die war nicht geladen. Wow. Ja, das ist jetzt meine neue Frisur. Ich war heute Morgen bei einer Freundin. Vielen Dank. Wow. Heute Morgen bei einer Freundin und wir haben spontan entschlossen, unsere Haare zu schneiden und Katrin zu färben. Ich habe mich gegen das Färben entschieden. Vielen Dank. Weil, ja, meine Haare sind einfach echt sehr dünn und ich will sie einfach mal ein bisschen gesünder lassen. Malia und Dennis haben heute den ganzen Vormittag zusammen gespielt, gell, Schatzi? Mhm. Hi, zeigst dich auch mal. Hallo? Ich sehe müde aus. Müde, nee. Ihr zwei seid auf jeden Fall blonder als ich. Malia ist richtig hellblond. Ich bin jetzt im Winter auch nicht so blond. Doch, auch noch blond. Malia, zeig mal, was du da kannst. Was kannst du denn da? Zeig mal. So. Toll, Schatzi, reindrücken. Toll. Blupsi. 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 Hallo, wo ist denn der Papi? Hallo, Milo. Hi, hier ist er. Toll. Na, komm her. Darf ich auch gucken? Guck mal, das ist eine kleine Avocado. Hallo, Milo, ich bin die Avocado. Malia hat von der Uroma ein Geburtstagsgeschenk. Mama kann nicht abwarten, die ist es schon. Ja, lies mal vor. Wow, das ist was richtig Tolles. Guck mal, ein Mantel. Wow. So, ich habe mich jetzt geschminkt. Und so sehe ich jetzt mit den freshen Haaren geschminkt aus. Oh, Malia, die nimmt gerade alles auseinander. Also ganz schlimm. Klopapierrollen, Zeitungspapier, alles richtig schlimm. Also bis zum Geburtstag müssen wir auch noch einiges hier aufräumen. Ne, Schatzi? Ja, und ich kaufe heute für den Naked Cake ein. Denn wir machen morgen das Shooting mit dem Naked Cake. Und ja, back ich selber und wir shooten auch selber. Habe ich auch schon auf Instagram erzählt. Jetzt gehen wir erst zu Katte, dann mache ich ein Selfie und dann gehe ich kurz einkaufen. Ich bin bei Katrin angekommen. Katrin, zeig dich mal, du bist richtig blond geworden. Naja. Also so leicht blond. Doch, du bist auch viel blonder als ich. Oh, geschnitten. Nee, geschnitten nicht. Geschnitten hat sie beim Friseur. Jetzt hat Katrin Malia Essen warm gemacht, beziehungsweise ein Brei. Oha, Alter. Der hat Hunger. Oha. Der hat Hunger. Sie hat Hunger. Sie bekommt Spaghetti Bolognese, ist das, gell? Ja. Und Gurke und Tomate. Oh, für mich. 2020. Ich habe ein Buch bekommen. Personalisiertes. Ein Fatlana. Ja, das Planer. Der ist ja toll. Dankeschön. Danke. Ich hab den gleichen. Ohne Mali. Katrin hat sich den gleichen gemacht. Bei mir ist Malia drauf. Schön. Malias erster Geburtstag. Ein Bild von Malia. Schön. Dennis und ich, wir waren gerade zu zweit einkaufen. Und Dennis und ich haben noch einen großen Luftballon besorgt mit Helium.
keine Ahnung, ob das notwendig war oder nicht, weil ich mache ja morgen das Cake Smash Shooting mit Malia und wollte einen weißen großen Luftballon. Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich für unseren Urlaub ein paar Sachen bestellt. Malia, zeig mal ganz kurz. Und zwar vom H&M. Ich habe einmal hier so ein Handtuch, das zieht sie so richtig an. Das hat so eine Kapuze. Das ist so ein Mulltuchstoffartiges Handtuch, dachte ich nach dem Meer oder nach dem Baden. Dann habe ich hier noch einen Einteiler für den Sommer. Ich glaube fast, dass der zu groß ist, aber den kann man unten auf jeden Fall umkrempeln. Und dann müsste das passen. Dann habe ich hier noch ein süßes Kleid, das wollte ich eigentlich zum Geburtstag. Da ist eigentlich eine Schleife dabei, war jetzt nicht dabei. Dann solche Mützen, zwei Stück, also einmal hier diese hier und dann einmal noch ein Blau, die liegt da vorne. Und dann weiß ich nicht, ich glaube, die Bodys sind auch zu groß, Schatz, aber das passt auf jeden Fall dann noch für den Sommer, 12 bis 18 Monate. Und für morgen haben wir auch ein, also für Montag, haben wir auch ein Geburtstagsoutfit. Das ist richtig süß, das ist hier diese Hose und dann die Bluse darüber. Richtig cute. So, ich backe heute Abend noch einen Kuchen, also dass ich es euch mal erkläre. Morgen machen wir ein kleines Shooting, dass wir es an ihrem Geburtstag nicht machen müssen. Das ist ein Jahresshooting mit dem Cake Smash, also dass man ihr einen Kuchen vorstellt und dann darf sie quasi alles mit dem Kuchen machen, was sie möchte. Und viele Mamas sagen ja oftmals Nein zu Sachen, dass die Kinder nicht einfach reingreifen sollen. Deswegen reagieren irgendwie alle Babys unterschiedlich. Und ich glaube aber, dass Malia auf jeden Fall ohne Hemmungen in diesen Kuchen reingreifen wird. Und deswegen backe ich den Kuchen selber. Und dekoriere den selber. Und ja, der ist nicht extra von jemandem dann bestellt. Aber am Montag haben wir eine Torte bestellt bei der lieben Schoko Tortenschneiderei in Öschelbronn. Auf die Torte freue ich mich schon sehr. Bin richtig gespannt, wie die aussehen wird. Genau, aber jetzt für morgen, für dieses Shooting, was wir bei Katja machen werden, habe ich quasi vor, selber ein Naked Cake zu backen. So, ich habe drei Böden gebacken, also einmal, zweimal und der ist ein bisschen zu lange drin gewesen, aber es geht noch und der ist ein bisschen höher als die anderen. Mal schauen, da schneide ich glaube ich ein bisschen was ab. So, ich gehe jetzt ins Bett, ich backe morgen weiter, ich habe jetzt Frischhaltefolie einfach drüber gemacht und werde morgen fertig backen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntag. Und dann melde ich mich wieder nach Malias Geburtstag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!